Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ah. Oh. Was für ein wunderschönes Wetter. Genau der perfekte Tag. Ah. Weißt du, was heute ansteht? Oh ja, Mann. Ich werde an eurer Stelle dranbleiben. Heute gibt's echt eine geile Überraschung. Aber erstmal. Den da abchecken. Letzte Dreckswetter. Gerade an diesem schönen Tag. Hat man noch gehört. Willkommen bei AVE Sports. Gerade auf dem Weg, ein neues Auto abzuholen. Marvin hat sich ein neues Auto gekauft. Also eigentlich bezahle ich es, aber Marvin darf es fahren und es bleibt doch bei Marvin. Marvin darf eigentlich habe ich davon gar nichts, außer dass es Marvins Auto ist. Soll froh sein, wenn Ades es mal fahren darf. Jetzt sind wir angekommen in der Tiefgarage. Überall Audi, Audi, Audi. Aber keine schlechte Audi. Volles Programm. Bin mal gespannt, noch nie einen Neuwagen abgeholt. Jetzt ist das allererste Mal. Mal sehen, wie das dann ist, wenn die dann so diese Decke abmachen. Und ich weiß gar nicht, wie das Ganze läuft mit Empfang und sowas. Ein Kollege meinte, es gibt noch Frühstück. Bin einfach mal gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Und hoffentlich, dass es lecker ist. Und das Auto ist natürlich nur Nebensache, es geht nur ums Essen. Und gleich fängt die Führung an, oder keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir gerade ein bisschen spazieren gegangen. Und hier sieht man die ganzen Autos hinter mir. Das sieht einfach nur geil aus. Also soweit ich das mitbekommen habe, sind wir hier richtig. Und jetzt gleich gibt es erstmal schön lecker Essen. Ich freue mich schon drauf. Kommt mit. Guckt euch mal diese Innenausstattung an. Gefühlt wie bei der IAA. Und hinten. Das wäre so eine Familienkutsche für mich. Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Guck mal, von hinten das ist der Display. A8 Long-Version. Diese hier ist L8. Also wenn Papa mal ein bisschen das Taschengeld erhöhen würde, würde es vielleicht reichen. €165.000. Geht eigentlich. Kann man schon machen. Für den Sommer. Was steht denn hier eigentlich jetzt noch so rum? Das wäre mal voll mein Ding. Ehrlich gesagt, gar keinen Plan, ob man sich hinsetzen darf. Keine Ahnung, aber wir machen es einfach mal. Oh, richtig gemütlich und richtiger Halt.
Und man kann die sogar vor und zurück bewegen. Alles Mögliche machen. Ich kenne von diesen Supersportautos diese Schalensitze, die sich gar nicht bewegen. Die kann man nur nach vorne und nach hinten bewegen. Und das war's. Und das ist so richtige Luxussitze, aber richtig gemütlich. Und die geben auch richtig diesen seitlichen Halt. Schon geil. Gucken wir uns mal hier. Was haben wir denn da? Ach so, okay. Steht sogar das Modell drauf. RS4. Was haben wir hier? RS7. Und das sind wahrscheinlich so die Sitze, die in dem A8, A7 und sowas verbaut sind. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, was wir überhaupt abholen. Bleibt einfach mal dran, dann könnt ihr es gleich mal sehen. Auf jeden Fall eine geile Überraschung. Eine richtig geile Überraschung. Sehr gut. Hi, ich grüße Sie. Servus. Servus. Wie geht's? Ach, super. Sehr gut. Schön, dass Sie da sind. Ah ja, das Fenster haben wir nicht. Ja, das Fenster. Mit, dann dürfen Sie das mal, wenn Sie hier mal in der Nähe wieder sind, gerne das mal abholen. Heute Mittag zum Beispiel, dann können Sie auch in die Espresso Bar gehen. Dann haben wir im zweiten OK ein paar Oldtimer stehen, ein paar Modelle von früher. Genau, dann von der Quattro GmbH die Fahrzeuge hier unten. Haben jetzt leider eine Bühne aufgebaut, hier stehen genau, da gibt es jetzt Essen und 10.30 Uhr Fahrzeugübergabe wäre hier unten. Also hier unten bereitstehen, der Kundenberater holt Sie dann hier unten. Gut. Also 10.30 Uhr. Und wichtig, Tagesticket. Dann viel Spaß bei uns, viel Spaß mit dem Kaffee. Dankeschön. Und hoffentlich kommt das Wetter bald, dass wir offen fahren können. Genau. Jetzt aber einen guten Appetit, gell? Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ja, wie kommst du hier rein? Das ist die Halle da. Guck mal. Ach du Scheiße. Haben sie sich Audi R8 gekauft? Wahnsinn. So, jetzt lass uns mal. Bevor ich vom Fleisch ran. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir den ganzen Tag gewartet haben. Frühstück. Gucken, was es Gutes gibt. Danach kommt sogar Mittag. Stimmt, der Herr hat noch gesagt, dass sein Mittagessen mit drin ist. Das bedeutet jetzt erstmal, wir haben jetzt 10 vor 10 Frühstück, 10.30 Uhr ist Autoübergabe und danach können wir sogar nach der Einweisung Mittagessen gehen. Danke. Unser Luxusfrühstück bei Audi. Fängst du jetzt gerade an? Jetzt geht's richtig los. Alles frisch gekauft. Und ich habe natürlich wieder diesen Zigeuner. Ich habe richtig diesen Zigeunerteller voll bis zum geht nicht mehr. Wenn es kostenlos ist und einen schönen Cappuccino, Blutorangensaft. Und dabei kann man sich immer noch holen, wie viel man will, ja. Also dann guten Appetit. Guten Appetit. So macht abholen Spaß. Aber hallo. Das, was die meisten immer interessiert, was gibt es denn bei sowas eigentlich immer so zu essen? Was gibt es im Angebot? Gucken wir uns das mal an. Erstmal Cornflakes. Und dann gibt es hier die Buffetrunde. Schön Brot. Rührei. Käse. Also volles Programm. Das ist jetzt gerade nur das Frühstück. Und ich mache mir jetzt gleich nochmal so einen Obstteller. Richtig lecker. Und die Dinger waren der Hammer. Also davon hole ich mir auf jeden Fall jetzt noch ein paar Stück. Hier noch ein bisschen was. Und einen richtig leckeren Kaffee haben wir auch bekommen. Mega gut. Zur Fahrzeugauslieferung geht's jetzt los. Es geht nach Malverweg. Ach, die haben sich den R8 geholt, oder wie? Genau. Geil. Ganz sehr geil. Der Kollege kommt gleich. Also Leute, die Leute, die sich den R8 geholt haben, die kommen natürlich zuerst. Zieht sie euch mal rein. Ich wäre auch so glücklich. Das ist natürlich der Moment, auf den man dann die ganze Zeit wartet, wenn man sich den neuen R8 Cabrio holt.
Ich glaube, ich wäre richtig mit Jogginghose und sowas gekommen. Schön Nike Air Max. Und jetzt zieht er ihn ab. Alter, wenn der jetzt die Sicht verdeckt mit dem A1, mein Gott. Wahnsinn. Wer ist denn das? Der. Und der gibt jetzt Gas. Was für ein Sound. Böse. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen warten, weil die müssen erstmal hier diese billigen Audi R8 erstmal abliefern und dann, wenn wir kommen, kommt dann auch das richtige Auto. Das Beste kommt ja immer wie gewöhnlich zum Schluss. Deswegen warten wir jetzt erstmal auf diese R8-Dinger und dann kommt der Sommerflitzer. Ah. Also einen hätten wir halt nachträglich abholen müssen dann, oder? Genau. Bitte schön. Immer rein spazieren. Und jetzt kommt's, unser Sommerauto. Und wow. Hier, schönes Alcantara-Leder. Sechsgang Manuellschaltung. Da seht ihr die Schlüssel. Hab den gerade sogar noch abgeschlossen. So, was haben wir denn alles? S-Line. Dann. Xenon-Scheinwerfer, wahrscheinlich noch diese Tagfahrlichter, die LEDs. Und passend zu dem Wetter heute Quattro. Und man sieht hier schön die Stoßstange mit den Nebellichtern noch da drinnen. Und da ist gerade noch die Beratung. Stimmt, zur Motorisierung haben wir auch noch nichts gesagt. Also wir haben hier 2,0 Liter Turbo-Diesel, 190 PS. Nur die Tür. Und hier sieht man natürlich schön diese geilen Tagfahr-LED-Lichter. Hammer. Und da geht auch schon das Ding hier hoch. Gucken wir uns mal den 2,0 Liter Turbo-Diesel an. Da steht's. Ich wundere mich gerade selbst. 14 Kilometer hat er drauf. Und hier drinnen sind es angenehme 20,5 Grad. Wie viele Kilometer können die haben? 150 Kilometer und dann gilt es noch als Neuwagen? Bis 150. Ah, okay.
Lass ihn das machen. Achtung! Das ist ein Fehler, den viele begehen. Wenn sie das mit dem 20 Mal machen, haben sie eine. Haben wir wieder was gelernt vom Profi. Zieht euch mal hier diese Halle rein. Die ist so riesengroß. Und die Besten sind natürlich halt echt da hinten. Einfach mal 3 Audi R8. Und gleich macht's bumm. Minus 30 Grad, er ist komplett vorbereitet. Das passt. Beim Fahren würde ich jetzt einmal beachten, die ersten 1000 Kilometer. Alles dabei, alles drin. Die Bordmappe ist im Handschuhfach, wenn irgendwann mal was sein kann. So, nach dieser ganzen Fahrzeugübergabe, wir haben uns hier die Oldtimer angeguckt. Wir sind ein bisschen Auto gefahren, visuell mit der Playstation, mit der Audi Playstation. Und jetzt gucken wir uns auf jeden Fall nochmal einen richtig krassen Wagen an. Und danach geht's ab zum Mittagessen. R8, achso, R8 GT. Da hat so ein bisschen die Schnauze wie von diesem einen Film, Predator vs. Alien oder sowas. Genauso sieht diese Schnauze aus. Zumindest hier so das Auge und sowas. Bestimmt haben sie sich von dem Film inspirieren lassen. Sehr pflegeleicht, wird nicht dreckig. Wenn da ein Unfall passiert, kann man auf jeden Fall sehr leicht nachlackieren. Gar kein Problem, merkt man nichts, sieht man nichts. Aus bisschen Silber. Gar kein Thema. Bisschen Besteck von Mama einschmelzen und dann kann man einfach draufpappen. So sieht es wahrscheinlich bei diesen Multimillionären aus. In der Garage steht dann der Audi R8 und nebendran spielen die dann Tischfußball. So, wer will mit wem? Mauer, willst du mit dir? Variation, ob es durch ist, ein bisschen beeinflussen. Wie hätten Sie es denn? Ich hätte gerne Medium. Also ist es rosa geworden? Ja. Gut. Hallo Spätchen? Genau. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Und ein Bitterlamp bekommen Sie noch, ne? Okay. Selfie machen. Schön mit dem Mittagessen. Das geht den ganzen Tag. Aber das kriegt man nur, wenn man sich Audi A5 Cabrio holt. Wenn man sich einen normalen. Was gibt's eigentlich noch für Audi A5? Coupé, Limousine. Coupé noch. Fertig. Wenn man sich kein Cabrio holt, dann gibt's auch kein Eis. Und in den Regen. Mit dem Cabrio. Schön mit dem neuen Wagen.
Was ist das jetzt eigentlich hier? Holt man hier seinen Neuwagen in ganz Deutschland ab, oder wie? Es gibt zwei Werke. Es gibt eins in Ingolstadt und eins in Neckarsulm. Und das in Neckarsulm ist hier, wenn die Ingolstadt zu weit ist. Ingolstadt und Neckarsulm? Ja, Ingolstadt ist 400 Kilometer von Frankfurt. Und das ist auch das Hauptwerk, glaube ich. Und die Autos werden dann quasi gebaut und hierher geliefert, die dann neu abholen? Nein, hier ist auch ein Werk. Ach, hier werden die auch gebaut? Das ist so eine Zweigstelle. Wahnsinn. Das ist schon geil. Und wie fährt er sich so auf den ersten paar Metern? Oh, unglaublich. Super weich, Lenkung super weich, die Kupplung reagiert brutal geil. Also ich bin eigentlich Automatikfahrer, ewig gewohnt, trotzdem überhaupt kein Problem. Ding geht ab. Und der weich. Und ich muss ehrlich sagen, das Lenkrad sieht auch richtig schön aus. Richtig geil. Das ist schon das richtige neue Facelift-Modell, gell? Das ist das Facelift-Modell. Danach kommt nur noch ein komplett neues Modell raus. Das ist noch nicht draußen, oder? Nee, das kommt jetzt Ende 2016, glaube ich. Also ist quasi das hier der neueste A5, den man momentan... Das ist der neueste A5, den man momentan haben kann. Mit der Ausstattung, die man haben muss. Keine Vollausstattung, aber war sinnlos. Viel Zeug davon ist einfach sinnlos. Was hast du denn eigentlich alles hier drin? Du hast auf jeden Fall dieses Keyless Go, das ist ja... Keyless Go war mir wichtig. Dann habe ich ein Akustikverdeck drin. Das ist kälteabweisend und isoliert besser. Habe ich auf jeden Fall Tempomat, Sitzheizung vorne, Sportsitze, Alcantara-Leder. Die Lichter sind auf jeden Fall Zusatzbestellung. Die LEDs? LEDs. Ansonsten ist das alles andere normal, was man halt so in gut ausgestatteten Auto haben will. Professionelles Navigationssystem, Soundsystem, Bluetooth-Schnittstelle, AUX-Kabel. Und Cabrio natürlich. Und Cabrio. Windschott inclusive. Windschott, stimmt. Windschott macht auf jeden Fall übertrieben viel aus. Richtig viel. 190 PS, 2,0 TDI, Quattro. Vor allen Dingen, ich habe es ja eben von draußen gefilmt, die S-Line-Optik von draußen, gell? Hammer. Vorne, wie nennt man das, die Stoßstange. Die hat eine richtig krasse, nicht Muster. Wölbung, wie die das da reingemacht haben. Die hat eine geile Wölbung. Das Einzige, was mir gefehlt hat, ist, ich hätte gern die silbernen Quer- und Lenkstreifen gehabt. Mhm. Aber die gibt es halt wirklich nur bei den originalen S-Line-Modellen. Das ist etwas, das lässt sich Audi nicht nehmen, wenn es nur ein S-Paket ist. Ja, aber gut. Vielleicht willst du früher oder später mal ein S-Modell. Das auf jeden Fall. Wenn sich das Auto bewährt, dann vielleicht mal ein S. Auf jeden Fall. Ansonsten, was hast du denn noch hier drin? Ey? Alcantara-Leder. Ja. Das Sternhimmeldach. In weiß, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein schöner Kontrast und man fühlt sich halt besser drin, weil man oben das Gefühl hat, das ist so offen. Dass man sich nicht so eingeengt fühlt, wenn das verdeckt so ist. Der Scheibenwischer geht extrem ab. Das ist das Beste. Beste Leder. Und das, was ich im Fünfer nicht habe, ein Zigarettenanzünder. Den du Gott sei Dank ja nicht brauchst. Ja, sowieso nicht. Aber so. Im Fünfer gab es keinen. Ja, mittlerweile fehlt das in voll vielen Autos, diese Zigarettenanzünder. Sechsgang manuell. Red Bull war auch im Preis mit inbegriffen. Nein, aber das Gerolsteiner. Echt? Im Wagen war ein Gerolsteiner drin. Echt? Ja. Das ist im Preis inbegriffen. Das behalte ich auch so lange, bis Sommer ist. Das erste schöne Wetter, dann mach ich die Gerolsteiner Flasche auf. Geil. Aber ich verkaufe das Auto mit der Gerolsteiner Flasche. Ja, die war im Preis schon inbegriffen. Die gehört zur Grundausstattung dazu. Geil, ey. Dann habe ich mich auch totgelacht. Einfach eine Gerolsteiner Flasche. Ich finde, das Lenkrad haben die richtig geil hinbekommen, ungelogen. Ja. Ist auch Multifunktionslenkrad, gell? Ja, ja. Das ist ein bisschen zu rund, finde ich, und das guckt so raus. Ja. Ja, aber es ist trotzdem, man gewöhnt sich dran. Jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wie der Regensensor funktioniert. Was soll ich sagen, Leute? So ein geiler Samstag. Frühstück. Empfang. Wir haben ja eine kleine Tour überhaupt durchs Gebäude gemacht. Die richtige Führung gibt es nur unter der Woche. Die Werksführung gibt es nur unter der Woche.
nichtsdestotrotz war es ein richtig geiles Frühstück. Dann haben wir die Autopräsentation gehabt, da haben wir auch noch die drei Audi R8s gesehen, was auch natürlich der Hammer war. Dann haben wir uns diesen Wagen nicht nehmen lassen, schön präsentieren lassen von dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der Verkäufer ist auch schon. Der war auf jeden Fall mega sympathisch. Hat die ganzen Witze und sowas mitgemacht wegen der Frau und so. Ohne Führerschein. Ohne Führerschein vor allen Dingen. Uiuiui. Und anschließend noch zu guter Letzt das Mittagessen, bisschen Tischfußball gezockt. War auf jeden Fall ein richtig geiler Samstag. Kann man sich echt mal ab und zu mal gönnen, oder? Vielleicht mal so alle 3-4 Monate Neuwagen holen. Allein das, was wir heute gegessen haben, das war schon mindestens 300 Euro wert. Aber hallo. Naja, das war's dann mal wieder, ein Lifestyle AV Sports Video. Bleibt sportlich aktiv, auch wenn wir heute so viel gegessen haben. Und dann wünschen wir euch gute Fahrt und macht's gut, Leute. Ciao.